Hat Gott den Sonntag oder den Sabbat zum Tag der Anbetung bestimmt? Diese Frage führte in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu den bescheidenen Anfängen der Siebenten-Tags-Adventisten in Nordamerika. Damals bemühten sich tausende Christen um ein besseres Verständnis der biblischen Prophetie. Und da gab es eine Gruppe im Nordosten der Vereinigten Staaten, die den Samstag, den siebten Tag als Sabbat, den Tag der Anbetung, erkannt hatten. Diese zwei Komponenten, die biblische Prophetie und der Sabbat, waren die Grundsteine für die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. 1863 organisierten sich diese neuen Sabbathalter zu einer Glaubensgemeinschaft mit 3500 Gliedern in 125 Gemeinden. Heute hat die nordamerikanische Division der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten auf dem Gebiet, das sich von Bermuda über den Kontinent bis nach Palau erstreckt, mehr als 1,2 Millionen Glieder. In dieser Region herrscht eine ungeheure Vielfalt und das erfordert verschiedene missionarische Herangehensweisen. Die Gemeindeglieder dienen ihrem jeweiligen Umfeld auf unterschiedliche Art und Weise. Viele folgen der Methode Jesu, die damit beginnt, dass man sich unter die Menschen begibt, Mitgefühl zeigt, Bedürfnisse stillt, Vertrauen gewinnt und die Menschen dann einlädt, Jesus zu folgen. Adventisten in Nordamerika kümmern sich um verschiedene Gruppen von Ureinwohnern, wie zum Beispiel diejenigen in den USA und Alaska und diejenigen in Kanada. Gerade in Alaska kann es manchmal sehr schwierig sein, die Menschen zu erreichen. Das Wort, das am besten das Leben im Dorf beschreibt, ist abgeschieden. Wie ein Drittweltland. Viele Kinder leiden unter ihren alkoholisierten Eltern, die sie missbrauchen, und zwar verbal, sexuell und körperlich. Sie haben in der Gemeinde Sicherheit gefunden. Das ist der Kirchenleitung in Alaska ein Anliegen. Sie sorgen für die Sicherheit der Kinder, die versucht haben, diese Drogen- und Alkoholepidemie zu überleben, die die Ureinwohner Alaskas immer noch fest im Griff hat. Die größte Wirkung, die die Tagescamps in den Dörfern haben, besteht darin, dass die Kinder sehen, dass es einen Ausweg aus diesem Kreislauf gibt. Da kommt jemand, der ihnen zeigt, was Liebe ist. Aufgrund dieser Camps schaffen sie es, rauszukommen. Ja, wir haben einen unglaublichen Garten hinter dem Haus. Aber gleichzeitig sind wir definitiv ein Missionsfeld an vorderster Front. In Nordkanada haben die Ureinwohner ähnliche Herausforderungen wie diejenigen in Alaska. Nunavut ist das jüngste, größte und nördlichste Territorium Kanadas. Es ist ein riesiges, dünn besiedeltes Gebiet mit Tundra, schroffen Bergen und abgelegenen Dörfern, die man nur per Boot oder Flugzeug erreichen kann. In einem abgeschiedenen Teil Nunavuts gibt es eine kleine Gruppe Adventisten, die versuchen, ihre Nachbarn zu erreichen. Eure Gebete und Gaben helfen bei der Arbeit an Orten, die schwer zugänglich sind. Wie in den Anfängen der Adventbewegung haben wir die Möglichkeit, in der ganzen nordamerikanischen Division eine Botschaft der Hoffnung zu verbreiten. Danke, dass ihr die missionarischen Bemühungen der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten unterstützt.